Ja, grüß Gott allerseits, begrüße euch, meine lieben Schülerinnen und Schüler, heute aus Maria Lankowitz. Maria Lankowitz ist der zweitgrößte Marienwallfahrtsort der Steiermark. Der größte, ist glaube ich allgemein bekannt, ist Mariazell. Hier in Maria Lankowitz in der Nähe von Voitsberg steht eine Marienwallfahrtskirche. Und wir gehen jetzt durch dieses Tor durch, auf die Kirche zu. In der schönen Weststeiermark, ganz in der Nähe von Voitsberg. Da haben wir hier auch etwas Besonderes. Vom weststeirischen Künstler Toni Hafner gestaltete Heiligen. Darstellungen, der heilige Franz von Assisi ist bekannt, der heilige Christophorus, Schutzpatron der Autofahrer, die heilige Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, der heilige Florian, allseits bekannt als Schutzpatron der Feuerwehr. Ja, natürlich allgegenwärtig die Mutter Gottes mit dem Jesuskind hier vor der Kirche, und ich möchte mit euch jetzt in die Kirche hineingehen. Es duftet nach Weihrauch. Hier vorne der Altar. Mit der Gnadenmutter, mit der Mutter Maria. Wir gehen noch etwas näher. Alles glänzt und leuchtet vom Gold. Gold ist immer das Metall und das Symbol für das Göttliche. Was hier auch besonders ist, so wie in allen Wallfahrtsorten, sind sogenannte Votivbilder. Bilder, die von Menschen gestiftet wurden, denen Heilung widerfahren ist. Maria hat geholfen in großer Not, in Krankheit, in Leid. Wir sehen hier oft eine Mutter im Kindbett. Maria ist besonders eine Schutzpatronin der Frauen, oder hier einer, der vom Baum gestürzt ist. Ganz viele, viele sogenannte Votivtafeln, Votivbilder, die zum Dank an die Gottesmutter hier angebracht wurden. Hier gibt es auch einen schönen Klosterhof. Maria Lankowitz ist nämlich an ein Franziskanerkloster angeschlossen.